Ja, ich wollte nur sagen, erstmal ist es für mich ungewöhnlich, hier zu sitzen, weil ich normalerweise auf die andere Seite sitze. Also es ist das erste Mal, dass ich so hier sitze. Ich wollte nur ganz kurz, bevor ich zur Extraterritorialität komme, kurz nur sagen, 2010 war ich für den Spiegel in London, als eigentlich das alles losging. Ich war der Reporter, der damals zusammen mit der New York Times und der Guardian in diesem Bunkerraum in der Guardian zusammengesessen hat und eigentlich die erste afghanische Warlogs da gemacht hat damals. Und ich hatte die Gelegenheit, in den letzten Wochen und Monaten eigentlich in den alten E-Mails zu gucken. Ich war sehr erstaunt, dass ich die alle noch hatte. Und es war auch ziemlich erstaunlich, was wir damals alles eigentlich damals in E-Mails noch aufgeschrieben haben. Und ich weiß, das ist sehr spannend. Also von WikiLeaks kam also immer diese nervige, immer wieder andauernde Bitte, dass man alles verschlüsselt und dass man irgendwie vorsichtig wird. Und wie wir alle darüber intern gelacht haben und wie also diese paranoide Crazy und was ist da alles da irgendwie. Also es ist so umständlich und müssen wir das machen, also ha 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 ha, so, ne? Aber was sehr spannend ist, wenn man diese 2010, diese Uhrzeit da anguckt, die Zusammenarbeit, die es damals zwischen die New York Times, der Spiegel und Guardian und WikiLeaks war absolut wesentlich. Also die Unterlagen sind alle gemeinsam bearbeitet worden. Also wir saßen zusammen, wir haben gemeinsam Dinge gelesen. Es hieß also, Julian hat was gefunden, und wir rannten zu seinem Rechner und auch umgedreht, wenn wir was gefunden haben. Das war eine gemeinsame, also konkret geografisch, also gemeinsame kollektive journalistische Arbeit. Und als die New York Times Archivmenschen Sachen geschickt haben, das ist an uns alle gegangen. Das war nicht, also es gab nicht diese Trennung, die vielleicht später sozusagen, also wir vielleicht in der Öffentlichkeit mehr betont haben, dass es da diese so offizielle Trennung zwischen Spiegel und WikiLeaks gab. Also es war in dieser Zeit noch sehr, sehr gemeinsam. Und das finde ich ein wichtiger Punkt. Was ich auch, also ich stelle mich auch die Frage jetzt, was habe ich anders gemacht als Julian Assange damals? Also er wird jetzt also sozusagen wegen dieser Espionage Act sozusagen für die Veröffentlichung von diesen Unterlagen. Und auch in den E-Mails von damals war sehr interessant zu sehen, es gab bei manchen der drei Partner, die es damals gab, also so, ich will jetzt keine Namen jetzt nennen, ist ja immerhin gut, WikiLeaks wird zuerst den Knopf drücken und da sind wir eigentlich aus dem Schuss. Also wir zitieren nur WikiLeaks und so werden wir sozusagen nicht dran sein. Aber faszinierend ist, und das sieht man in diesen E-Mails, es gab damals eigentlich einen technischen Glitch bei WikiLeaks. Und als es alles veröffentlicht worden ist, also es kam die New York Times, The Guardian und der Spiegel zuerst. WikiLeaks kam, glaube ich, 6 oder 8 Stunden später, weil es diesen technischen Glitch gab. Eigentlich, wenn man das strafverfolgen will, wer ist eigentlich dran? Also, was haben wir eigentlich anders gemacht? Also, wir haben auch die Unterlagen veröffentlicht. Also ich sehe einfach, also von der Straftatbestand sehe ich nicht den Unterschied. Ja gut, also dann zur Extraterritorialität.
Also wenn man das einen Moment wegnimmt und weggeht von Assange und WikiLeaks und man einfach den Vorgang mal anguckt, dass ein amerikanisches Gesetz, also diese Spionage-Act, ne, dass das für ein Vorgang, also dass die USA der Meinung ist, also die Staatsanwaltschaft in Alexandria, Virginia, meint, dass dieser amerikanische Gesetz Gültigkeit hat in, also Island und Großbritannien. Also, und dass das eine ungewöhnlich radikale Auffassung ist. Die Idee, dass irgendwie deutsche Gesetze da in Albanien oder Russland, oder, also ich meine, da käme keiner drauf. Aber die Idee, also dass diese radikale Ausdehnung von amerikanischem Recht nach außen und von der Frage, was hat das mit investigativer Journalismus zu tun, das ist eine radikale Einschüchterung von der Arbeit. Die Vorstellung, dass diese Gesetze auch hier gültig sind, ich kann irgendwie das gar nicht beschreiben, wie radikal das eigentlich ist. Also, und das ist natürlich für uns extrem problematisch. Aber was machen wir als ARD? Also sollte ich auch sagen, also wir machen, was wir immer machen, wir berichten. Also ich bin 2011 dann von Spiegel weggegangen und bin dann zu der Süddeutschen Zeitung und zur ARD gegangen. Und da haben wir jahrelang also gemeinsam mit WikiLeaks zusammengearbeitet, weiter als Partner. Am Donnerstag machen wir einen Bericht, was ich da eigentlich, ich bin sehr begeistert über diesen Bericht. Es geht um die Ermittlungsverfahren, was es in Spanien jetzt gibt, gegen die Firma UC Global, Undercover Global, die Sicherheit in der Botschaft in London gemacht hat. Die ecuadorianische Botschaft hatte eine Sicherheitsfirma aus Spanien beauftragt, die Sicherheit dort zu machen. Und 2015, 2016 geht der Chef von dieser Sicherheitsfirma zu einer Sicherheitstagung in Las Vegas und kommt zurück und gibt seine Mitarbeiter bekannt, wir arbeiten jetzt in der ersten Liga. Also wir arbeiten jetzt für die Amerikaner. Also so nach Zeugenaussagen heißt das. Und man sieht in diese Ermittlungsverfahren, was sehr interessant ist, also eine unfassbare Dokumentation über jeder Besucher, der reinging, Videoaufnahmen, also Tonaufnahmen, also und nach Zeugenaussagen, also in diesem Ermittlungsverfahren, wird das Material in den USA regelmäßig von der Chef da von dieser Firma gebracht. Also darüber berichten wir am Donnerstag und das ist im Prinzip unsere Antwort, ist, dass wir weiter journalistisch also arbeiten wollen.